Hält die Barrikade? Jupp, die hält. Moin moin und herzlich willkommen zum TWS. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Schäden von Energiewaffen darstellen könnt, um eure Barrikaden und andere Geländestücke aufzupeppen. Alles, was ihr braucht, sind ein oder zwei Farben, um die Hitze bzw. den Schaden durch die Energie darzustellen. Dazu dann noch ein Weiß. Und natürlich braucht ihr ein passendes Geländestück. Ich habe hier zwei Barrikaden von Star Wars Legion, die ich zunächst mit einem Dremel etwas bearbeite. Wer keinen Dremel hat, kann auch einen Akkuschrauber mit passenden Aufsätzen nehmen. Oder mit einem Handbohrer oder Bastelmesser für die unregelmäßigen Spuren von Einschusslöchern bzw. Beschädigungen durch Handenergiewaffen sorgen. Dann wird erstmal alles ganz normal bemalt. In meinem Fall wird zunächst hellgrau grundiert, um dann mit zwei Grautönen einige Akzente zu setzen, bevor ich mit verschiedenen Washes dann Schatten und Verwitterung erzeuge. Das soll in diesem Fall auch schon reichen. Denn los geht's mit dem Hervorheben der Schäden. Um die Hitze darzustellen, die die kürzlichen Energietreffer hinterlassen haben, nehme ich zunächst ein Orange und bemale damit die Vertiefung. Außerdem tupfe ich damit rund um die Ränder der Beschädigung. Mit ein wenig verdünntem Orange sorge ich danach ringsherum für einen weichen Übergang. Allerdings sollte dieser Übergang nur 1-2 mm breit sein. Das Blending muss also wirklich kein Kunstwerk werden, ganz grob reicht bereits. Mit dem Gelb, das ihr am besten zügig danach für einen Nasse-Nass-Effekt aufbringt, verstärkt ihr dann im Zentrum des Einschusslochs den Eindruck von Hitze. Ein Tupfer Weiß an der heißesten Stelle in der Mitte des Einschusslochs erhöht den Effekt dann noch. Und das war's eigentlich auch schon. Mein Tipp: Tragt das Weiß nicht in jede Vertiefung auf, um so für Abwechslung zu sorgen. Denn Treffer erfolgen ja nicht immer aus derselben Distanz mit derselben gleich starken Waffe. Experimentiert einfach ein wenig herum. Schäden von Handwaffen funktionieren quasi genauso, außer dass die heißesten Stellen an den Kanten der Einschnittstellen liegen. Hält abschließend also nicht die Vertiefung, sondern die Kanten am Rand auf. Das funktioniert natürlich nicht nur mit Gelb und Orange, ihr könnt zum Beispiel auch Blau- oder Grüntöne verwenden. Wer weiß schon, wie Energie in der Zukunft aussieht. Am besten sollten eure Farben nur im Kontrast zu den Farben eurer Geländestücke stehen, damit der Effekt gut rauskommt. Und macht euch wie gesagt keinen Kopf um sauberes Blending oder so. Das sind schließlich Kampfschäden und keine Kunstwerke. Viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns dann schadensfrei am nächsten Freitag. Bis dann!